Mila kann schießen, weil sie zweite ist die dumme Hure. Ich bring den Morgi um die Ecke und geh selber drauf. Hey! Ricky ist dumm und kriegt das niemals hingepackt. Cornel regt sich auf, weil jeder auf den Dächern haust. Wow. Hallo. Das Kazoo klingt zwar, als wäre Wollo da, aber tatsächlich ist er das nicht. Das gehört Cornel. Hast du dir auch eins geholt, Ricky? Nein. Wieso? Das ist von Cornel. Achso, das ist von Cornel. Hast du dir auch eins geholt? Cornels Herzensdame ist Musikerin und deswegen hat sie natürlich einen Kazoo im Haus. Oh, die Map ist cool. Kleiner Wollo-Faker. Wow, ich werde schon angeschossen. Ich habe das Fenster kaputt geschossen. Ist Kazoo nicht eine ganz kleine Kinder? Stadt irgendwie. Ich möchte das kurz erklären. Ich habe mit Wollo Pokémon aufgenommen, dann hat er Kazoo gespielt und dann habe ich gesagt, oh, ich würde auch so gerne Kazoo spielen. Und dann hat er und dann eins. Ist meine Freundin aufgestanden und hat einen Kazoo geholt. Und dann hat die einfach eins. Ja. Die hatte einfach eins. Dann hat sie die Hose gegriffen und hat es rausgezogen. Hatte mal eins aus Metall. Ich hab gerade Jahre gebraucht, um eine Waffe zu finden. Hey, Ricky. Ich hab auch eine Waffe gesucht. Ich hab Angst. Ricky, warum und da du eine Waffe Ding gesucht hier? Hast, bist du bestimmt kein Trader. Und da ich eine Waffe gesucht habe, bin ich auch kein Trader. Verstehst du? Alles klar, es ergibt null Sinn. Also alle auf Ricky oder was? Trader kann sich Waffen kaufen. Ricky, warum läufst du mir denn hinterher? Ja, ich will gucken, was du machst. Wow, oh, die Autos, Alter. Leute, wenn ich tot bin, ist es Ricky. Guck mal hier, das Bild ist super. Gut. Vorher immer schön links und rechts. Ja, natürlich. Fuck! Ich hab meinen Tod. Das hat man dir schon im Kindergarten beigebracht. Bitte. Vorsicht, Leute! Warte. Ich brauche ihn. Ich halte ihn vor das nächste Auto. Entschuldigung. Ich hab meine Waffe weggeschmissen. Ich hab ein dramatisches Erlebnis. Was gibt's hier in dem Haus eigentlich zu sehen, Block? Ich führe mich mal rum. Bitte. Mach mal eine geile Roomtour. Komm mal mit hoch. Ah, jetzt pass auf. Willkommen in meinem neuen Zuhause. Willkommen bei MTV Cribs mit Blocky. Oh mein Gott, so spannend. Es ist Morgi, ich hab ihn gesehen. Es ist wirklich Morgi. Oh mein Gott, hast du es gesehen? Fuck, ich muss abhauen. Warte. Komm her, ich nehm Korne, du nimmst Kegi, komm. Okay. Können wir bitte auf Morgi gehen? Ja, warte, wir haben gerade zwei Anhalter, die mitfahren. Wer ist Morgi? Wann kommt denn das Auto? Der gute Steffi. Hoffentlich gleich. Oh, fuck. Da kommt's. Okay, Achtung. Ich bin mir nicht sicher, ja, okay, es geht auch. Alter, im Kopf. Schieß! Ich hab meinen aus Versehen nicht festgehalten. Oh, Mann. Hier, komm mal hier. Komm, dann. Warte mal, erst muss ich was zeigen, Mave. Komm mal her. Aber hier. Ich will nicht. So, wo ist Morgi? Wie Johnny mich einfach die. So. Dann wollen wir doch mal hier den bösen Mann hier töten. Wo ist denn der? Böser Mann. Aua. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Böser Mann. No, Mann. Wo ist er denn? Siehst du die ganze Zeit hinter dir? Ich bin nicht konzentriert. Wir sind keine Minute auf der Map. Ja, sie haben gewonnen, keine Minute oder? Auf der Map, davor schon geklärt, die Autos sind gefährlich. Ich renne auf die Straße, bin tot. Du hast mein Trader direkt erfasst. Wieso? Morgi bringt dir die ganzen Leute um, ihr steht auf der Und ich hab keine Straße Ahnung, warum das Auto mich getroffen hat. Blocky, bleib auf der Map, Freund, wo ist denn der böse hier, Mann? Ja, Conny, das hier. Das Auto ist hier nur über den Fuß gefahren. Ja, ich stand am Bürgersteig und auf einmal war ich ja auf der Straße. Ich hatte einfach keine gute Waffe, um gegen Morgi anzukommen. Ach, das wird ein schönes neues Leben. Ich hab überhaupt nicht getroffen, Leben. Ich war richtig scheiße. Ich bin gerade in eine neue nicht. Nachbarschaft gezogen. Johnny, ich du hast wohl eher kein Skill, dass es Probleme geben wird. Kann es sein, dass die Bombenstümpfe hier Penisse haben? Hoffentlich werden meine neuen Nachbarn mich genauso akzeptieren, wie ich sie. Halt die Fresse da drüben! Bad Neighbors? Wehe, du wagst jetzt wieder so jemand zu sein, der nur Instrumente spielt oder singt. Oder Let's Plays aufnimmt. Da macht Blocky nicht, mach dir da keine Sorgen. Oh, jetzt passe ich richtig auf vor Autos. Okay. Ich auch. Immer schön rechts und links gucken. Immer. Oh. Da kommt ein Auto. Gib mir einen Auftrag, ich werde ihn ausführen. Okay. Da kommt noch ein Auto. Renovier mein Haus. Gut, alles gut. Ist das dein Haus? Ja. Ich habe ein Bild von dir, Keggy. Wenn da jemand drin ist, töte ihn. Das ist nicht mein Haus. Da hat jemand was hingeworfen. Ich bin der Schädlingsbekämpfer, Mann. Genau. Blocky, ist das Wasser auch warm genug? Ja, also Men in Black. Fernseher besser. Ja. Glaub mir, ich bin Architekt, ich kann das einschätzen. Ganz gerne mal. Okay. Spart ist schön, schließt mir besser mal die Tür. Dann stinkst du nämlich nicht mehr so nach Traitor. Okay, Keggy ist es, glaube ich, nicht, der hat mich schon töten. Mhm. Es gibt noch den ersten Stock. Aber ist das mal, hier ist ein Zahnpasta. Oh. Sag mal, Maeve, was machst du auf dem. Johnny, was machst du da hinten so alleine? Mir die Maeve. Perfekter Haufen Scheiße. Das ist jemand tot. Komm, wir gehen hier in dieses Haus. Der war innocent. Der war auf deinem Dach. Wieso hast du ihn getötet?
Alter, Keggy. Was? Folgt mir nicht. So. Das ist, wo musst du getötet? Das ist so ein Traitor-Spruch. Was ist das denn? Das ist ein richtiger Traitor-Spruch. Ja, ich komm hier hin, um mich zu töten. Ich komm hier hin und seh, dass pass auf, ich soll den Gordon, Gordon ist der Detective, okay? Das okay. Weißt du ja natürlich. So, und Gordon hat gesagt, ich soll sein Haus renovieren und alle, die sich darauf befinden, auf seinem Grundstück, soll ich beseitigen. Dann gehe ich dahin, schau den ersten Stock und dann hängt Maeve auf dem Dach herum mit und er snipet durch die Gegend und starrt mir mit seiner Rifle ins Gesicht. Dachte ich mir, Alter, ich bin ein menschliches Suspect. Wesen und nicht ein, dein Rifle-Guckloch. Dein ja. Rifle-Guckloch? Ich als Detektiv gebe dir da vollkommen recht, Mann. Das hast du sehr gut gemacht. Danke. Glory. Oh, ja. Scheiße. Ja, ist eine Glory. Ich hab ja den PC Fenster von jemandem. Ich hab Angst. Wow, allein kann sich nicht mal jemand beschützen. Wer hat durchs Fenster geschossen? Danke, Keggy. Ich hab Angst vor dir. Wer hat durchs Fenster geschossen? Mit einer niemand. Pumpkin. Alter. Wer lebt denn jetzt überhaupt noch? Cornel? Ja. Du lebst, okay, gut. Yeah. Ich werde Maeve seinen Wunsch erfüllen. Mock lebt auch noch. Leid zugefügt ich habe mich in meinem eigenen Haus verlaufen. Blocky. Kann ich bei eurer Street Gang mitmachen? Ihr seht so heftig aus. Wie komme ich denn auf den LOL! Der wurde überfahren. Beide überfahren? Was ist denn da passiert? Schon wieder überfahren. Das geschieht dir recht, du Wichser. Oh, ich wollte dich in den Teich bringen. Warum wurden zwei auf einmal erwischt? Also, liebe Kinder, pass auf, ihr habt das jetzt vielleicht bei mir gesehen. Hey Jungs, kann ich mitmachen? Wenn euch jemand sagt, schaut nach rechts und nach links und dann nochmal nach rechts, bevor ihr die Straße überquert, dann macht das, denn seht ihr das hier? Das ist eine einzige Straße. Aber Leute, können wir vielleicht... können wir mal darüber reden, was das für rücksichtslose Fahrer sind? Die bremst können wir darüber reden, dass wir die Silence-AWP eventuell ein bisschen weniger benutzen? Mimimi. Hier ist eine 30er-Zone. Ja, das ist halt echt... in der Regel eigentlich nie. Naja, ja. Hin und wieder, aber nicht so oft. Wie gesagt, ja. Die anderen Waffen funktionieren jetzt auch, ne? Die wird halt momentan jede Runde benutzt und das ist ein bisschen öde. So was auch immer. Ja, deswegen sagen wir... Never change the running system! Nein, bei der letzten Aufnahme haben wir so gut wie nie die Silence AWP benutzt. Dann heiratet doch die letzte Aufnahme. Das stimmt. Oh nein, Alter, Mann. Hallo, Loki, geh weg, du bist es. Ich bin schon wieder kein Traitor, das ist doch scheiße. Genau. Das war so, der Kegi, ne? Der Kegi das hat sich wirklich komisch angehört. Loki, geh weg oder du bist es. Zack. Nee, so. Ich opfere jetzt meinen Stuhl. Stuhl. Johnny, darf du nicht über die Straße zu Hause gucken? Ich hab doch geguckt. So ja, wenn das Haus ist, wenn jemand durchs Fenster gehüpft ist, dann ja, das bin ich. Alter, hier gibt's einen geilen Pool. Nee. Bock auf eine Poolparty? Wollen wir eine geile Kopfparty machen? Alter, eine Garagenparty! In meinem Pool. Lass mal alle in die Garage gehen. Garagenparty! Achso, die hab ich gerade auch gemacht. Komm, Blocky. In welche Garage denn? Komm, ja, hier, das ist mein Haus. Korn ist mit ziemlich Respekt, möchte ich anmerken. Ich komme. Ich werde meine Garage nicht verlassen. Mach mal die Garage auf. Korn, ich bin richtig geil, Leute. Ich hab Stühle mitgebracht. Und ich hab Musik mitgebracht. Sehr nice. Stühle! Eine super Party, komm. Ja. Mein Stuhl. Ich brauch diesen Stuhl. Ich bin wie so ein Highschool-Kid mit einem Ghetto-Blaster auf der Kann Stuhl man die Scheibe kaputt schießen? Und schießt einfach drauf, was soll die Scheiße? Cornel, was hast du da gerade reingeschmissen? Oh, hinter dir ist eine Shotgun? Das ist eine Shotgun. Ich bin Shotgun. Cornel! Alter! Das war so krass. Es tut mir so leid, Bock. Cornel, du Haufen Scheiße! Alter, mitten ein gelungenes Ende für eine Schiffenparty. Du hast mich in die Luft gesprengt! Und da leben noch drei andere! Man könnte sagen, die Garagenparty war der Knaller. Was ist in meiner Garage passiert? Alter. Ich hätte mich um die zwei in der Garage gleich schon gekümmert. Aber das Wichtigste ist, das Radio geht noch. Hauptsache mein Ghetto-Blaster. Alter, ich bin mit zwei anderen in der Garage und Korn wirft der Holy Grenade rein. Bester Teampartner. Alter. Tut mir leid, ich wusste das. Team Super Mega Geil? Das ist kein Team Super Mega Geil. Das ist Team. Super Mega Wash. Nein, das ist Team. seid ihr beiden die Teammitglieder von Team? Lass euch einfach so verlocken. Der eine heißt. Und der andere heißt. Gemeinsam sind wir. Hey, ja. Das ist doch ein sympathisches Team, Mann. And we're the. Ja, für dich sympathisch, du hast mich umgebracht. Aber wenn ich nie Traitor werde, ist ja der Wahnsinn. Hast du verdient, Ricky. Habe ich nie Traitor. Komm, ich bin jetzt eine Runde deinen Zugabe, okay? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Traitor genau das auch gesagt hätte. Mock? Ja. Oder ich bin jetzt deinen Zugabe für die Runde, okay? Hast du alle Waffen aus der Garage genommen? Mein Stuhl!
Nee, ich konnte ihn nicht rausnehmen. Wo bist du, Marc? Ich bin ein Sklave. Ich bin ein Sklave, benutze ich mich. Ich bin hier bei dem weißen Ricky, Auto. Kannst du die Waffen aus dem Regal nehmen? Weißes Auto? Ich hab Angst über die Straße. Wenn ihr dagegen bei, kommt zum See. Ich bin am See, ja. Du Fotze! Du Fotze! Maeve, du Fotze! Ah, Maeve bringt was mich denn? Auf die Autos. Maeve hat gerade gefragt, ey Ricky, okay. kannst du die Sachen aus, okay, aus, folge aus, mir. Du, was aus soll das denn? Holen? Wenn ja, du Traitor bist, ich hab Maeve getötet. Ich werd gerade ersoffen! Ich werd gerade ersoffen! Also hier, ich sterbe gleich. Ich bin 3, 2, 1... Was hast du da getan, Herr Detective? Hier, ich opfere. Ich opfere den Traitor, den Fischen. Du Fotze. Hier. Fuck. Hier. Fuck! Geh doch da rein! Na endlich. So. Geh doch da guten rein. Hunger, meine kleinen süßen Fischis. Guten Hunger. Euch wäre auch ein kleiner süßer Fischi. Ich meine, was? Du kannst mein kleiner süßer Fischi sein. Hallo, Moggy. Oh. Boah, was hast du Hallo Moggy gesagt? Ich war Cornel. Achso. Ja, ich hab noch so, überlegt. Stand Moggy? Ich war Cornel. Soll ich ihn anschießen? Soll ich ihn anschießen? Ja, da stand aber Moggy. Der hat deine Leiche benutzt. Denk doch mal nach. Alter, und dann werde ich vom Auto überfahren. So ein anderer Traitor. Und zweimal so dumme Tode. Da macht doch keinen Spaß mehr. Da warst du jetzt dran schuld. Ich hab Ricky in der Garage ertränkt. Und ich hab ihn beim Melonenraketenwerfer voll daneben geschossen bei Cornel. Das war so brutal, das war auch eine Leiche. Nee, einer hat mich getroffen, aber ich hatte noch Leben. Guck doch mal Maeve, das war eine lame Aktion. Ja, was hat Maeve überhaupt gemacht, dass er einfach gestorben ist sofort? Komm einfach rein, ich fängst an zu schießen. Ja, weil Ricky die ganze Zeit gesagt hat, Maeve, du Fotze, du hast mich gerade, du bist gerade am Töten. Wollt ihr alle zu mir nach Hause kommen, eine Party feiern? Die hören gar nicht schon wieder. Ich dachte, ich du hast zugehört, deswegen habe ich auf dich geschossen, weil ich dachte, gleich hast du das Feuer auf mich. Da ich wohne hier in diesem Neubau. Wir können ja russisch neu. Roulette spielen. Oh, wieder kein Traitor. Das ist ein sehr neues Ricky Neubau. Ist Traitor, Alter, Ricky ist gehört? Traitor. Habt ihr diese Lüge gehört? Habt ihr den Unterton gehört? Ja, aber wirklich. Oh, kein Traitor. Shit, das ist ein Auto. Ich bin dafür, dass wir eine Münze werfen und den abschießen. Der Detective entscheidet. Ey, da schießt jemand. Ricky, worauf schießt du? Detective? Auf das Auto hab ich geschossen. Detective? Wer ist denn? Oh lol. Pass auf die Autos, Mock. Seid ihr da alles behindert? Warum schießt du auf Autos? Hallo? Ja? Autos haben's verdient. Die schrecken dich von der Straße runter. Vor allem, hey, wieso, die terrorisieren diese Gegend ist. Schon seit Jahren. Wie der Ricky einfach wirklich tot ist. Das ist gefährlich. Und der Ricky ist einfach nicht wahr. Ich werde deinen Traum erfüllen. Das könnte natürlich Mock sein. Ich werde will jemand ein Spiel mit mir spielen? Ich wäre fast ins Auto gelaufen. Wer hat den Ricky getötet? War das Wer Mock? Länger auf der Straße stehen bleiben kann, ohne zu sterben. Okay, Ricky hat verloren. Wenn ich bescheuere, dann mache ich nicht mit. Okay, länger auf der Straße, natürlich, ohne zu sterben. Natürlich, weil du Traitor bist, Blocky. Okay. Okay. Aber was soll das denn jetzt? Ich bin nicht doof, ich gehe doch nicht auf die Straße. Guck mal, wie ich... Wow! Alter. Genau deswegen. Okay, ja, das ist der ist also die Runde zwischen uns beiden. Blocky, wenn wir sterben, Blocky ist Traitor. Ihr wisst Bescheid. Blocky, du spielst mit. Was denn? Wer spielt nicht mit? Ja, ich spiel mit, Ah. Muss ich ja eh, weil ihr euch immer jeden... Warte, was ist der andere? Was Traitor? Und wo ist der Johnny? Wo ist der Johnny? Wow! Der auf der Straße. Okay, der ist auch. Johnny lebt noch? Ja. Auch auf der Straße. Wer spielt weiter? Auch wenn ich tot bin, alle gehen auf die Straße. Jetzt auch wenn ich tot bin, da kommt ein Auto! Ihr dürft nicht auf den Bürgersteig, das ist die Regel. Alter, von beiden Autos auch noch. Ich hätte mich nicht ducken sollen. Mock. Ja. Nicht auf den Bürgersteig gehen, das ist verboten. Lol. Ey, das ist voll der Showdown hier. Johnny ist es. Hör auf zu schießen. Was für eine Scheiße, soll ich Proof. Da, Blocky ist es. Ich hab den Traitor getötet. Ja, toll, das kann man ja auch einfach machen. Wieso soll ich meinen eigenen Partner töten? Hallo, Keggy ist es. Hilf mir doch. Maeve. Johnny! Das war nicht so gut durchdacht, Johnny. Keggy ist es, aber dann hast du Keggy gekillt und die Runde war nicht zu Ende. Ich wollte abhauen, Mann. Ich hätte einfach den geschüttet, der überlebt hatte. Es war wie ein Fluchttunnel graben müssen. Es war wie so ein Geistesblitz. Es ist wie so ein Geistesblitz gewesen. Ich stehe da, guck dir die Leichen an, zähl, wie viel noch wir sind. Ja, da muss es ja nicht sein. Der Detective lebt. Ich hab alle confirmed. Fuck! Die anderen beiden sind es. Ich sehe den Schnitt geradezu vor mir, wie es an dein Gesicht filmt und deine Zeitlupe kommt und die Situation erklärt. Ich sehe gerade, auf der Map gibt es eine Kanalisation, warum wusste ich davon nicht? Setz das bitte grafisch um, Dankeschön. In deinem Video. Alter, wir können wirklich die Gulli aufmachen. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ricky, ich kann halt auch immer richtig schlecht lügen. Guck mal hier, da ist der Gulli. Ah, ja, das war ja wirklich schlecht. Aber das ist, wenn man unter Druck lügen muss, dann ist das ein bisschen schwer.
Ich hab keine Waffe. Was? Alter, wie gut ist das denn? Vielleicht sitzt ihr sogar hier. Wo, wie seid ihr da reingekommen? Alter, hallo, Meister Splinter. Wie seid ihr da reingekommen? Ja, einfach einen Gullideckel öffnen. Hab ich doch gesagt, dass man da reingekommen. Wo ist denn der Gullideckel? Ach, deine Mitte. Da neue Wege ermöglicht. Ja, die besten Wege von allen. Auto. Brauch mal Johnny eine Waffe. Alter! Waffe. Was ist das hier für ein komisches Supercomputer-Raum-Bullshit-Fuckteil? Alter! Seid ihr alle? Mal her! Ich glaube, ich habe den Trader-Tester gefunden. Okay, lass mal testen. Ich glaube nicht. Gut, hier ist ein Loch her. In der Wand. Der Trader-Tester. Komm mal mit. Wieso ist hier ein Loch in der Wand? Ich werde in Nein, Ricky ist es! Siehst du doch gar nicht, bist bescheuert? Bist bescheuert. Ich bin doch gar nicht. Ich hab so Angst über die Straße. Ich sehe hier gar nicht. Ich bin gerade in so ein Loch in der Wand reingekommen. Ich sehe hier gar nicht. Nee, das war ein bisschen unauffällig. Wenn was aus dem Loch in der Wand rauskommt, wäre ich sehr dankbar, wenn du es vielleicht ein bisschen massieren könntest. Geh mal da rein. Nee. Planschen. Geh mal da rein. Ich will dann eben die Trader-Tester zeigen, danach geh ich da rein. Alter, hat nicht gerade irgendjemand gerufen, dass du es bist? Ich bin hier alleine, komm mit. Ich zeig dir das mal. Irgendjemand hat gerade gerufen, Ricky ist es. Du kannst mich doch testen im Trader-Tester. Ricky ist es. Komm mit. Ich hab irgendwo gehört, dass Ricky der Trader ist. Dann dreh dich weg. Dann dreh ich weg von mir. Ich dreh mich weg. Wo seid ihr denn alle? Wenn du dich einmal umdrehst, bist du tot. Du folgst mir aber, ne? Im Raum. Wenn du dich, ja. Oh, pass auf, da vorne ist einer am Trader-Tester. Blocky ist da vorne. Ja, was? Wie machen wir das denn hier? Seid ihr Partner? Muss ich da jetzt reingehen? Nicht erschrecken. Alter, wo kommt ihr alle her? Muss ich da rein? Genau, dreh dich weg. Ich geh rein. Oh mein Gott. So, und drück drauf den roten Knopf da links. Da. Ich beobachte das alles hier. So. Und jetzt? Wenn es jetzt grün leuchtet, ist es gelb. Was heißt denn gelb? Achso, ja. Der wird nur gescannt. Johnny ist abgehauen. Wieso ist Johnny eigentlich abgehauen? Ich wollte nur gucken, was hier ist. Hier kommt wieder in ein Haus hoch. Wie geil ist das denn? Wieso ist das denn rot aufgeleuchtet? LOL? Hä? Es ist rot aufgeleuchtet, ein Alarm ist losgegangen. Ja, und das hat ihn getötet. Weil der kein Trader ist. Das sind doch schon so viele tot. Was? Ja, aber da geht doch kein Alarm los. Rot heißt falsch, grün heißt nicht. Ja, Pass auf, ich zeig dir. Drück auf den Knopf. Okay. Wenn er jetzt. Oh! What the fuck ist denn? Was ist hier los? Nein, ich kann hier nicht mehr raus. Was? Alles klar. Da komme ich nicht durch. Fuck. Jetzt werde ich überfahren. Wer ist es eigentlich? Ich weiß ja gar nicht. Ach so, Knecki lebt doch noch. Nee. Hä? Hallo? Ist hier noch irgendjemand in der Kanalisation? Echo. Echo. Ich hab echt Angst. Okay, der Brand ist weg. Du leckst das jetzt auch noch. Oh yes. Gott. Lol, was? Mein Korn fucking Tod! Ja, ich hab zuerst noch Johnny geschaut, ob dein Auto kommt. Hätte ich mich einfach erschießen können, müsste ich da drin jämmerlich verbrennen. Wie cool war das denn? Das ist, ich verstehe gar nicht, wieso da reingekommen bist. Alter, das war der Shitcorn! Vor allem, dich hat halt nicht mal jemand gesehen! Ja, du halt das Freigang bis Blick riskiert hast, dann gehst du wieder weg. Halt dumm! Hier ist eine Traitor-Tür! Da ist ein Traitor-Raum hinter. Lol, ich dachte, der ganze Johnny ist es. Vor allem, das ist so rot und alles. Und, ja, weil du neben uns ganz da warst und bist immer abgehauen und plötzlich ist ein Holy da. Ja, warum war das rot? Okay, letzte Runde liebe übrigens. Freunde, letzte Runde. Geile letzte Runde. Cool, hoffen wir, und jetzt versuchen wir alle nicht vom Auto überfahren zu werden, okay? Oh. Du bist gerade vom Auto überfahren worden, oder? Die Runde hat noch nicht angefangen. Ernst? Alter. Alles gut. Und jetzt versuchen wir mal alle. Oh, lass mich bitte Detective den sein. Zu finden. Ich wäre so gern Detective. Ich wäre so gerne Millionär. Oh. Ah! Ich auch! Maeve! Wer will nicht mit dir? Der Herr Detective? Ich kann dich beraten, wie du am besten deine Rolle als Detective ausleben kannst. Willst du Coaching? Unbedingt. Alter Korle! Warum soll der dich beraten? Ich bin Detective Blucky!
Ich bin ein guter Detective. Ich brauche eine Waffe erstmal, bevor okay, ich überhaupt Okay, Mel, wo bist mache. Du? Wo bin ich? Ich bin auf dem Weg in die Kanalisation. Ich bin... Okay, dann folge ich dir. Maeve. Alle in die Kanalisation. Ich hab irgendeinen so, Computer. So, Maeve, pass auf. Ja. Erstmal, was für eine Waffe hast du dir geholt? Ich hab noch gar keine geholt. Ich bin noch am Überlegen. Hol dir die Emoji-Gun. Oh je. Yeah. Hol dir die Emoji-Gun. Okay. Und dann schieß einfach in die Luft und drück immer wieder mal R. Und jeder, der zu nahe kommt, den sollst du ganz deutlich mit sehr viel Gewissheit wissen lassen. Du musst Selbstsicherheit hier repräsentieren, musst du ganz deutlich wissen lassen, dass du ein Detective bist, dass du zu 100% der Gute bist und es keine Entschuldigung dafür gibt, dass er dir irgendwas anschuldigt, dass er dich in irgendeiner Hinsicht anschuldigen will, okay? Okay. Du kannst nur was okay, Gutes machen. Was du machst, ist nur gut für das Team. Außer er ist Traitor. Du bist klar. Genau so dann ist natürlich das, was du machst, nicht gut für ihn. Verstehst du? Ich verstehe. Du hast dem Maeve jetzt gerade genauso viel beigebracht wie Dora the Explorer. Maeve's Explorer? War halt so Maeve's Explorer. Ich darf ihm nicht zu nahe kommen, oder wie ist das? Komm hier mal zu nahe und schau, wie er reagiert. Ich bin der Maulwurf. Ich will mal sagen, dass die Kanalisation genauso stinkt wie Rikis Wohnwagen. Oh, ich bin sehr stolz, Maeve. Ja, irgendjemand wurde gerade überfahren und ist in die Kanalisation gegangen. Ich weiß nicht so ganz. Ich glaube, ist er überfahren worden? Kann man da reingehen jetzt schon? Ey, hör auf. War hier nicht noch irgendwo ein anderer Weg? Ein sichererer Weg? Ja, hier. Hier, Ricky. Wieder rein. Hier hinten. Hier ist eine Treppe. Warte, geh mal runter. Er hört nicht Hallo, auf dich, hier, wo Maeve. Ich bin. Hier, wo ich springe. Da kann man da runter. Leider nicht. Maeve, shit, hast du die Granate? Falls ja, wirf sie hinterher. Ich meine, du bist der Detective. Was du machst, ist das Beste fürs Team. Es ist irgendwie ziemlich komisch, cool, dass ein Detective so am Arsch geht. Ich höre irgendwo einen Alarm. Zieh dich, Blocky. Hier irgendwo, komm mal hier. Was ist das tatsächlich? Trader? Hörst du was? Maeve, entscheide, wer von uns ist der Trader, Blocky oder ich? Warte, Stopp! Blocky. Ey, warum? Was? Das ist ein Turret. Lol. Du bist doch hier gerade reingekommen. Blocky war innocent. Nein, hier war vor mir einer drin. Und was ist deine Schuldigung? Ich bin doch nur nachhergekommen. Was macht ihr da eigentlich? Alter, Ricky, geh weg. Der guckt doch auch zu einer Richtung, oder? Ja, warte. Ich hab Angst vor dir, Ricky. Ja, der ist auf jeden Fall tot, alles gut. Also oh nein! Das ist doch dumm. Hier ist gerade einer lang, ich verschwör mich drauf. Ist Johnny lang, noch, ja. Du verschwörst dich irgendwo auch? Ist einer wohl in der Kanalisation. Was macht ihr hier? Man kriegt den Deckel gar nicht auf von hier innen. Okay, doch, geht. Innocent. Musst du mehrmals drücken. Ich weiß nicht, glaubst du nicht, aber ich find's wirklich. Komm hier durch. Da kommst du im Computerraum raus. Aber das Problem ist, Johnny, was ist mit dir? Ah, ja, klar. Ja, alles gut. Komm ich auch nicht raus. Ich hab gar nicht gecheckt, was ich hier mach. Duck dich. Bist du wirklich... Ah, wow. So. Bist du wirklich innocent, Johnny? Maeve ist Detective. Das ist doch die beste Antwort auf die Frage. Ich bin Detective. Ich hasse diese Morgigan, die ist so erschreckend. Oh shit! Alter! Hat er sich gerade selbst umgebracht damit? Maeve, du bist doch nicht bereit, dafür Detective zu sein. Hat er sich gerade selbst mit der Morgigan getötet? Alter, sei vorsichtig, da kommt Ricky. Hä, wer lebt denn noch? Ja, wir vier. Du, also Maeve hat sich gerade selbst mit der Morgigan getötet. Das ist schon mal zu viel Sinn. Johnny, warum läufst du mir die ganze Zeit? Moment mal. Ich laufe von Ricky weg. Ricky? Wenn du mir vertrauen kannst, wir haben uns in der Kanalisation getroffen. Wenn du mir vertrauen kannst, dann sind das eigentlich die anderen beiden. Warte mal. Nein, das Ding ist ja, du kamst dort vorne, hinter mir. Also, als ich da runtergekommen wurde, mir kam ja jemand entgegen. Ich weiß aber nicht mehr wer. Und der hat ein fucking Ding gesehen. Den habe ich ja eben umgeschossen. Also, ihr könnt ja eigentlich sein, aber das könntest du auch sein. Als ich dich da unten gesehen habe, habe ich gesehen, wie. Aber warum sollte ich dich auf den Turret aufmerksam machen und dich nicht einfach reinrennen lassen? Ich habe dich doch darauf aufmerksam gemacht. Ich habe gesagt, da ist ein Alarm. Ja, und dann habe ich gesagt, oh Scheiße, da steht ein Turret. Ja, das haben könnte, weiß ich nicht. Okay, ich glaube dir. Dann lass uns Johnny jetzt töten. Okay, auf geht's. Nein! Oh, Johnny. Da. Nieder mit ihm! Oh, lol. Entschuldigung. Aua, schießt doch nicht auf mich! Wie klein ist! Wie der echte Johnny. So. Alter, wird dann wieder groß. Sehr gut. Hattest du gerade eine Silence AWP gehabt? Nein, aber uns wurde geschossen, oder? Von da oben, glaube ich. Ich habe eine Silence AWP gehört. Ja, ich habe auch, aber ich. Du hast auch eine? Nein, warte mal. Hattest du mich gerade angeschossen? Ja, ich hab dich angeschossen. Oder war das die AWP? Okay, ich hab dich angeschossen. Cornel ist irgendwo in dem Haus wahrscheinlich. Cornel! Wir stürmen das Haus, ne? Fick mich jetzt. Dich und deine Mutter. Cornel! Auf. Wie soll man was auf? Der versteckt sich bestimmt im Schrank. Nein. Was? Alter, Ricky, wenn du es am Ende bist, ne? Ich raste aus. Ricky, wenn du es wirklich bist.
Ich hasse alles gut. Dich. Bleib doch mal locker, pass auf. Ja, wo ist denn der Hintercornel? Der steht irgendwo. Boah, gut, ich hab um die Scheibe aufgeschossen. Achso. So, Cornel, auf zu campen, komm raus. Ja, Sam. Geht das überhaupt? Nee, Cornel ist tot! Cornel ist tot? LOL, du Monster! Du Monster! Scheiße, ich muss nachladen. Du Monster! Wie viele Chancen willst du haben? Ich hab's einfach geklaut habe. Wie, du hast es versucht, du hast es verkackt. Du hast nichts gemacht, Ricky. Ich hab auf den richtigen Moment gewartet. Alter, ich geb dir gleich das. Das war eine schöne Folge. Das ist in dieser Folge haben gut, gesehen, liebe Freunde. Absolut verkackt. Ich würde sagen, achtet immer auf den Straßenverkehr, das ist echt gefährlich. Das habt ihr vielleicht das öfter gesehen. Aber ich hab den Terminal wirklich nicht gesetzt gehabt. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss.